S-Bahn Abschaltung. Und damit hallo und herzlich willkommen in Transom World, besser gesagt in München. Willkommen bei der Donnersberger Brücke. Sie haben gerade von einem der anderen Lokführer diesen Zug übernommen. Der nächste Halt ist München-Hackerbrücke. Schließen Sie den Zustiegsvorgang ab, soweit Sie bereit sind oder bis Sie bereit sind. Ja, das Deutsche ist mal wieder etwas durcheinander geraten hier im Szenario, aber trotzdem. Wir sitzen in der Baureihe 423 der Münchner S-Bahn und fahren diesen S-Bahn-Zug heute Richtung München Hauptbahnhof. Zuerst einmal lassen wir die Fahrgäste zusteigen, entriegeln die Türen in Fahrtrichtung links und stellen hier die Zugzielanzeigen noch schnell um. Dazu gehen wir auf FIS, Fahrgastinformationssystem, und wählen für Zug 1 die Route aus. Wechseln hier auf Hauptbahnhof. Wir nehmen mal die S1 an der Stelle einfach und gehen auf Zug 2. Wechseln auch hier auf Hauptbahnhof und wählen das Ganze so aus. So, geh zurück. Und damit hätten wir die S1 für den Hauptbahnhof eingestellt. Ja, die Zugzählanzeige weiß ich jetzt nicht, ob die genau stimmt. Auf jeden Fall geht es für uns bis zum Hauptbahnhof. Also sprich, ob das auch wirklich die S1 ist, auf der wir unterwegs sind. Und ja, ansonsten, wir haben das Licht schon an. Wir schalten uns aber bitte noch im Führerstand die Instrumentenbeleuchtung ein. Mit der Taste I. Und die Beleuchtung für das Pult ebenfalls, aber die dimmen wir ganz leicht. So, Instrumentenbeleuchtung möchte ich noch etwas stärker haben. Genau, 100%. Und dann, ganz wichtig, PZB an, LZB an. Und dann können wir gleich loslegen. Genau. Türen wieder verriegeln. Einmal auf den halbgrünen Knopf gedrückt. Das T blinkt noch. Und geht jetzt auch aus. Wunderbar. Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. Die Zugsicherungssysteme haben sich auch aktiviert. Und dann können wir abfahren. Genau. Raus aus dem Haltepunkt. So, Leistung aufschalten. Und ab die Post. So, wir dürfen mit 50 fahren und haben einen Halt zu erwarten. Dort vorne blinkt, glaube ich, schon das KS-Signal. Nein, das leuchtet dauerhaft. So. Irgendwie ist die Sonneneinstrahlung hier echt ein bisschen ungünstig. Wenn die so von hinten hinein scheint. So, die Fahrgastraumbeleuchtung. Die machen wir an. Achso, wir sind ja unter LZB-Führung, genau. Brauchen wir die Signale auch nicht quittieren. So, am nächsten Bahnsteig hier vorne anhalten. Das müsste dann jetzt die Donnersberger Brücke sein. Und hier lassen wir die Fahrgäste einsteigen und fahren dann weiter gleich Richtung Hauptbahnhof. So, wir sind jetzt ein bisschen über der LZB-Bremskurve. Aber wir halten trotzdem noch davor an. Möglichst punktgenau. Und zack. Ja, genau passend. So, auf der linken Seite die Türen öffnen. Machen wir mit dem Knöpfchen hier drüben. Und dann strömen die Fahrgäste in den Zug hinein. Wir können uns das Ganze auch nochmal von außen angucken. Oder wir gehen nochmal runter. Je nachdem. Und diesmal habe ich es auch nicht vergessen, die Fahrgastraumbeleuchtung einzuschalten. Das habe ich nämlich hier im Simulator immer entweder verpasst oder vergessen. Und jo. Wir müssen auch gleich weiter, deswegen nur einen kurzen Moment von draußen. Aber ich wollte einfach nochmal dieses schöne Fahrzeug auch von draußen zeigen, damit wir das mal richtig unter die Lupe nehmen können. Wir haben hier vorne den Einstieg. Die Führerraumkabine, die ist quasi so abgekapselt von dem Fahrgastbereich hinten. Wir haben einmal die Möglichkeit, hier direkt durch eine Tür in den Fahrgastraumbereich oder in den Fahrgastbereich hineinzugelangen und können so quasi den ganzen Zug begehen. Diese Halterungsstangen hier, die sind auch glücklicherweise von DTG so gemacht, dass man da einfach durchlaufen kann, weil ansonsten wäre es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, hier sich die ganze Zeit durch den Zug durchzunavigieren, und so kann man einfach sagen, man rennt einfach mittendurch und das klappt dann auch ohne Probleme. Ja, die Triebwagen selber sind von innen richtig schön ausmodelliert. Das Einzige, was halt hier so ein bisschen fehlt, sind noch die Zugzielanzeigen innen drin, dass man quasi das Fahrgastinformationssystem auch wirklich mit in die Wagen hineinbringt. Und ansonsten, echt schöner Zug, muss ich sagen. Die Fahreigenschaften
wirklich toll. Und ja, wir müssen jetzt mal weiter, damit wir den Fahrplan einigermaßen noch einhalten. Tür wieder auf, rein mit E, Türe geschlossen, hingesetzt und die Türen bitte schließen. Genau, Belohnung erhalten, eine Führerscheinstür verwendet. Ein Fehler scheint eine Tür nicht schließen zu lassen. Sie müssen die Tür inspizieren, um sie und sie möglicherweise per Hand schließen. Okay. Da geht's schon los. Da werden wir aus dem Zeitplan hinausgeworfen. So, Tür sollte man zumachen, nicht, dass hier einer wegfährt. Theoretisch vielleicht auch noch den Schlüssel ziehen, aber na gut. Welche Tür ist es denn? Die hier ist es. Ja, was soll man da jetzt machen? Theoretisch müsste man dann hier innen gucken, dass erstmal nichts verklemmt. Ach so, wir sollen wahrscheinlich einfach nur auf den Knopf drauf drücken. Ja gut, das ist ja eine noch leichte Türstörung. Das ist ja jetzt wirklich keine Kunst. Gut gemacht, die Tür ist geschlossen. Leider ist weiterhin nicht klar, ob das Problem selbst gelöst wurde oder ob es wieder passieren könnte. Ja, das müssen wir austesten einfach. Deswegen wieder ein Führerstand und einfach weiter. Aufgrund des Fehlers wird der Zug außer Betrieb gesetzt. Oh, kehren Sie in den Führerstand zurück und bringen Sie diesen Zug ins München oder nach München-Pasing Passagierbahnhof. Okay. Gut, jetzt haben wir wirklich irgendwie eine Türstörung. Fahrgäste einsteigen lassen, Sie sollen jetzt die Tür nochmal entriegeln. Wieso soll ich die jetzt entriegeln? Okay. Ach so, damit die wahrscheinlich aussteigen können und eben nicht mit in den Betriebshof gezogen werden. Stellen Sie die Bremse auf 100%. Ja, nicht Notbremse, 100%. So. Ja, Richtungswind auf aus, genau. Abrüsten hier drüben. Genau. Und dann gehen wir in den anderen Führerstand hinein. So, Licht kann man hier auch noch runterdrehen. Ach, die war aus, die Buchfahrplanleuchte. Gut, dann LZB-Störschalter rein hier drüben. PZB-Störschalter rein hier drüben. Federspeicherbremse lassen wir einfach mal gelöst an der Stelle. Der Zug wird hier nicht wegrollen im Simulator. So, Tür schließen. Na. Dann werden wir auch nicht in den Personenbahnhof fahren, denke ich. Wenn wir die Leute hier schon aussteigen lassen. Dann geht es wahrscheinlich nonstop ins Betriebswerk. Ja, an der Hackerbrücke endet heute die Fahrt. Und genau das möchte ich mal noch ausprobieren. Können wir hier die Stufen hochgehen? Auf die Brücke selbst? Nein, das geht nicht. Schade. Das wäre echt noch cool gewesen. Das hätten sie gerne noch mit einführen können. Aber na gut. Dann wieder die Treppen runter und in den anderen Führerstand hinein. Wir machen ja hier schließlich keine Sightseeing-Tour. Zack. Rein da, Tür zu. Auf den Sitz gesetzt. Den Fahrtrichtungswende rein. Nach vorne einmal das Licht im Führerstand aktivieren. Die Beleuchtung hinten müsste noch aktiv sein. Fahrplanleuchte, Instrumentenbeleuchtung, PZB, LZB. Zack, zack. So, Türen wieder zu. Fernlicht einschalten. Und München Parsing PBF. Ab die Post. Ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Weil hinten sitzen, ja, sitzen noch Passagiere drin. Und wir sollten auch das Fahrgastinformationssystem mal umschalten. Route eingeben. Zwischenzeitlich auch immer noch nach vorne schauen, dass wir da nicht irgendwie an einem Signal vorbei huschen. Und wir werden etwas zu schnell. So, löschen.
Und dasselbe für den Zug 2 auch noch. Genau, nicht einsteigen, übernehmen. Grundbild bitte wieder. Und dann kann es weitergehen. Die Fahrzeuge sind alle noch funktionsfähig selber. Das ist gut. Okay. Dann auf Höchstgeschwindigkeit hoch und schnell rein in den Bahnhof. So, auf 80 angelangt. Wir dürfen gleich mit 100 weiterfahren. In 3, 2, 1 und zack. Genau. Ja, ein relativ schneller Wechsel. Mich wundert es nur, dass hier kaum Gegenverkehr wieder mal kommt. Weil gerade hier im Bereich München hast du eigentlich immer irgendeinen Zug, der entweder in der Abstellung drüben steht, der dir entgegenkommt. Gerade auch der S-Bahn-Verkehr hier, der steht so gefühlt nie still. Es sei denn wirklich irgendwie, der Strom ist ausgefallen und so weiter. Aber es ist doch ein bisschen wenig Verkehr. Müssen wir auch, ich glaube, 120 oder 160 fahren dürfen. Oh ja, was dürfen wir da? 423 maximal fahren, genau, 140. 160 können wir nämlich gar nicht. Da war doch was. Oder gilt die Geschwindigkeitserhöhung nicht für die S-Bahn-Gleise? Das kann auch sein. Das ist sogar sehr gut möglich. Wir müssen sogar runterbremsen auf 90, alles klar. Wir sind aber noch LZB geführt, deswegen keine Quittierung notwendig. Und da vorne kommen dann die 90. Das ist richtig schön mit dieser untergehenden Sonne hier noch. Ja. LZB Ende quittieren. Mit der Freitaste. Und dann sollte gleich München-Pasing kommen. Hier unten geht es dann, glaube ich, ins Betriebswerk rein. Da kommt die andere Strecke, wo die Fernzüge meistens drauf fahren. Und noch bis zur nächsten Rechtskurve, dann kommt der Bahnhof. Ey, das sieht echt toll aus. Ja, so ein paar kleine Ruckler sind mit drin, okay. Ich glaube, die werden wir in keiner Eisenbahnsimulation wirklich los. Eigentlich egal, ob Train-Simulator oder Train-Sim World. Irgendwie kommt immer wieder mit Ruckler hinein. So. Die LZB geht aus. Und wir müssen runterbremsen. München-Pasing wird gleich erreicht. Die 60 einmal. Ach, na klar, wir halten ja nicht im richtigen, also am Personenbahnhof. Wir fahren in das Werk rein. Deswegen noch 2,2 Kilometer. Ja, da habe ich jetzt vorhin mir ein Fail geleistet. Nicht in München-Pasing. So, nach 2,2 Kilometer war es, glaube ich, ne? 1,9 jetzt noch, gut. So, 60. Haben wir auf dem Tacho, kein Problem. Was ist denn jetzt? War da was zum Quittieren? Das Signal hat grün geleuchtet. Da war nichts. Wieso? Wieso? Naja, eine zwangsame Tag muss sein.
Nachdem der Nullstellungszwang eingehalten wurde, nach der Zwangsbremsung geht's weiter. Aber allerdings nur mit 40. Keine Ahnung, wieso hatten die jetzt die Zwangs reingedrückt? Verstehe ich überhaupt nicht. Dann werden wir sicherlich hier hochgeschoben. Weil ich glaube, hier unten müsste es auch mal in eines der Werke hineingehen. Ich glaube, da waren wir schon mal mit einem ICE oder so drin. Auch wenn das für den Aufbau in München wahrscheinlich nicht ganz korrekt ist. Die ICE-Werke müssten nämlich vorne, wenn man zum Hauptbahnhof fährt, also von Augsburg kommend, auf der rechten Seite sein. Diese großen, langen Hallen. Da muss das Münchner ICE-Werk sein. Aber für die Simulation sind wir auch mal hier drüben reingefahren. Mit einem ICE. So, 30. Ja, jetzt möchte ich ganz gerne die Pultbeleuchtung doch noch ein bisschen dimmen. Genau, der 500 ist an. Wir dürfen jetzt nur nicht über die 45 kommen. So, der 500 ist aus. Wunderbar. Der 500er kann nämlich auch bei Geschwindigkeiten unter 40 km pro Stunde mit hinzugeschaltet werden. Vielleicht war es auch das, was uns vorne am Signal gekillt hat. Aber eigentlich hätte das dann irgendwie vorsignalisiert werden müssen, weil die 30 hatten ja jetzt nicht mal eine Vorankündigung, wenn ich es mir recht überlege. An dem Signal stand nämlich nur 60 dran, glaube ich. Dann hätten wir nämlich da unser Problem. So, und hier stellen wir dann unseren Zug ab. In München-Pasing PBF. Das ist nicht der Personenbahnhof. Das ist die Abstellung. Wie gesagt, kleiner Fail an der Stelle. Aber das kommt davon, wenn man nicht genau liest. So. Dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen. Wenn dir diese kleine Störungsfolge gefallen hat, dann hinterlass mir ein Däumchen unter dem Video und gerne natürlich auch einen Kommentar. An der Stelle natürlich wieder für all diejenigen, die nicht abonniert haben, der Aufruf abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Und genau, in diesem Sinne verabschiede ich mich hier aus Transom World 2 gleich. Und jo, stehen wir auch hinter dem Grenzzeichen? Ja, es gibt keine Grenzzeichen, okay. Dann gehen wir mal davon aus. So, hier bestimmt wieder die Bremsen noch anziehen. Genau, Federspeicher anlegen. Es blinkt und hat angelegt. Wunderbar. Muss man auch mal sicherstellen, dass es das wirklich getan hat. Sonst hast du im Endeffekt vielleicht ein Problem, wenn dir der Zug dann wegrollt. So, senken Sie den Strom höher. Alles klar, erstmal Hauptschalter raus. Zack, und den Schlüssel noch nehmen. Genau, steigen Sie aus dem Zug aus. So, die PZB müsste damit auch deaktiviert sein. Im Führerstand schalten wir die Fahrplanleuchte noch aus. Die Beleuchtung hinten im Zug wieder ausschalten. Und ja, mit Shift und I, glaube ich. Oder mit Steuerung I. Achso, dazu müssen wir uns hinsetzen. Genau, mit Shift I. Die Instrumentenbeleuchtung noch ausschalten und das Fahrgastinformationssystem bitte auch noch abschalten. Route eingeben, Zug 1. Achso, nee, löschen ist was anderes gemeint damit.
Ach so, Leerfahrt zum Betriebswerk hätten wir auch einstellen können. Na gut. Übernehmen Zug 2. Übernehmen Grundbild. Zug. Nochmal Grundbild. Und dann aus. Und aus. Und damit wäre es das für heute. Genau, wenn dir die Fahrt gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Ich freue mich auf jeden Fall drüber, wenn du mir einen kleinen Kommentar hinterlässt. Und dann sage ich mal, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und allzeit gute Fahrt. Wünsch dir dein Think New, Fly New.